Oder so. Wir sehen hier schon, hier ist er. Und wir schalten einfach mal rein. 3, 2, 1. Großer Bewunderer von dem Stream hier von mir, aber ich auch umgekehrt. Ich finde es spektakulär, was er macht. Könnt ihr gerne mal folgen. Captain Phil macht so ein bisschen Pirates of the Caribbean und macht das echt gut. Also, und er hat eine Quizshow gemacht. Es ähnelt so ein bisschen der von denen, die ich damals gemacht habe. Wir schauen mal ganz kurz rein. Oh je. Da muss ich ja direkt am Anfang sagen. Da muss ich direkt am Anfang sagen, ich habe das requested in seinem Discord-Kanal. Er hat ja so einen Discord-Kanal, da kann man eben reinschicken, Reactions, die er machen soll. Ich habe damals, als das Ganze eben noch komplett neu war, als wir eben komplett angefangen haben mit den ganzen Quiz-Sendungen, habe ich das bei ihm reingepostet. Das war ja Anfang April oder so, das haben wir damit angefangen, glaube ich. Und da habe ich das dann zu ihm reingepostet und habe gedacht, ja, vielleicht reagiert er mal drauf, vielleicht schaut er sich das mal an. Bisher kam nicht, deswegen habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Das war ja von mir aus die allererste Quiz-Sendung, die ich hier damals gemacht habe, wirklich die allererste. Und es war ja sogar die Bonusrunde. Da gab es ja davor noch mal etwas. Ist eigentlich auch da drin. Ich habe da zwei Videos reingepostet. Davor gab es eins und da gab es das als Bonus. Bonus war das Schlechtere, fand ich persönlich. So, und es ärgert mich, dass er das ausgewählt hat und das sich angeschaut hat und nicht das erste und im Endeffekt auch die neueren. Wie gesagt, das erste. Und da werdet ihr auch gleich sehen. Ich sag mal noch nichts. Ihr werdet es aber auch gleich sehen. Weil das Rätsel. Also ich sag's doch. Ich sag's doch. Ich bin aufgeregt. Ich sag's doch. Ja. Und Midas, ich grüße dich. Guten Abend. Guten Abend. Wir schauen uns gerade den Roast von. Wir schauen uns hier den Roast heute an von Max Schradin. Ich bin echt schon gespannt. So, jedenfalls seht ihr gleich im Quiz, dass die gesuchten Wörter H, oben steht also die Frage, Fragen sind natürlich Wörter mit H drin, ne? Und unten steht aber noch das von unserem ersten Quiz mit Rauch, Wörter mit Rauch. Wäre das H, die zweite Quizrunde war ja im Endeffekt nur deswegen, weil der Chat sich das gewünscht hat. Die alle haben mir gesagt, mach nochmal eine Runde, mach nochmal eine Runde. Ja, okay, dann habe ich kurzerhand die zweite Runde entwickelt mit H. War ja nicht geplant, es war komplett kurzfristig innerhalb von ein paar Minuten das Ding zusammengeworfen. Und ich habe halt nicht drauf geachtet, dass da noch fucking Rauch steht, ja? So, let's go, 3, 2, 1. Wir starten jetzt nochmal ganz kurz. Das hier ist das neue Rätsel. Es geht 35 Begriffe Minuten. mit Rauch am Jeder kann Ende? mitmachen. Da hat er es jetzt schon gesagt. Er hat direkt runtergeschaut. Begriffe mit Rauch am Ende. Nein. H. Mit H, Bro. Hier ist Weißer. Hier Okay. ist heute. Griffe mit Rauch am Ende? Mit H am Ende. Ja, Chat, ich weiß schon wieder ganz genau, was ihr sagen wollt. Ist mir klar, was ihr sagen wollt. Ich weiß schon wieder. Punkt, 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 H. Und wie ich meinen Chat wieder kenne? Ja, natürlich. Na? Klar. Ihr sagt natürlich nicht Kurzhaar. Oder Langhaar oder Hundehaar. Weiß schon genau, was ihr sagen wollt. Ich werde es hier nicht Sacker. sagen. Habe ich da. Meister Auge schreibt, Ruhe. Hallo Max, du alter Internet-Rambo. So, es wird Nasenhaar. spannend. Dankeschön. Nasenhaar. Sackhaar. Klasse. Ja, nochmal ein. Es gibt drei Lösungen und einen Gewinn. Und wer das eben Das gewonnen war hat, wirklich das hat drei erste Lösungen, Quiz ein von Gewinn. mir. Let's So, go. Begriffe mit Rauch am Ende. Was ist das denn? Begriffe Moin. mit Rauch. Grüße dich. Moinsen. Was ist deine Lösung? Hi. Das stimmt hier nicht. Ich tippe auf Katzenhaar. Katzenhaar ist falsch. Katzenhaar. Katzenhaar. Katzenhaar ist So ein gut, ja. Quatsch. Katzen verlieren sehr viele Haare. Guck mal, was der für Haare hat. Dafür sind Katzen Guck mal, wie bekannt. der Aber aussieht. Katzenhaar, Captain Nasenhaar, Phil, Junge. Aha. Nicht mehr dabei. Es tut mir leid. Tut mir Schade. leid. Schade. Trotzdem Nächster. vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum Gerne. nächsten Mal. Kein Tschüss. Ciao, Problem. ciao. Wo redest du denn Direkt rein? die In die nächste Kamera musst du Person in der gucken, Leitung. Junge. Ja, das ging ja nicht. Er sagt, in die Kamera musst du gucken. Es geht ja nicht. Ich musste ja damals meine ganzen Sound-Alerts und die Anrufer selber reinziehen. Das hab ich ja nicht gemacht. Also das musste ich damals ja alles machen. Deswegen habe ich nicht in die Kamera geschaut. Also, nur mal so, ne? Und auch die holen wir natürlich hier zu uns in den In die Kamera musst du Talk. gucken. Direkte Ansprache So, immer zum Zuschlag, Publikum. Lösung bitte. Nesselhaar. Was für ein Bitte? Haar? Nesselhaar. Nesselhaar? Nesselhaar, Ja, was ist das denn? auch ein schweres Wort, oder? Morg von Ork hat gerade irgendwas Nesselhaar, geschrieben. Wo sind die schweres Wort, Lösungsumschläge? ja. Das frage ich mich auch, Ist Morg von Ork. leider aber nicht mit dabei. Tut mir leid. Schade. Nicht mit dabei. Falsch, nicht Bis dabei. gleich. Ciao, Nächster. ciao. Ciao. Wir Es haben kann ja wieder nur einen leicht sein. Anrufer. Let's Es go. kann ja Let's nur go. leicht sein, ganz genau. So, guten Abend. Guten Abend. Wo So, guckst du grüß denn dich. hin? Wie oft warst du heute schon mit dabei? Wie oft warst du schon angerufen? Es stört ihn richtig. Es stört ihn richtig, wo ich hinschaue. Man merkt, es stört ihn richtig, wo ich hinschaue die ganze Zeit. Ich schaue nicht in die Kamera, weil ich muss ja die Leute reinziehen. Ich muss ja die Leute über den Discord reinziehen.
und das musste ich selber machen. Ich hatte da niemand in der Regie oder so, in der Crew oder sonst was. Ich hatte hier meinen zweiten Bildschirm hier auf der Seite und da musste ich ja die Leute hier ständig reinziehen und hin und her. Ne? Alleine geht das nicht. Sorry. So, in die Kamera gucken, aber nicht auf den Boden. Ja, ganz ruhig. Überdehnt. Wahnsinn, das tut mir leid. Ja, du musst die Leute direkt ansprechen, Captain Phil. Telefonverhalten. Natürlich. Achte wieder auf dein Telefonverhalten, das sollte nicht zu hoch sein. Captain Phil, guck dir das an. Wo ist die Kamera, Junge? Du kommst mal zu mir zum Coaching. Wimpernhaar. Wimpernhaar. Wimpernhaar, auch sehr gut. Wimpernhaar, wer hat denn Wimpernhaar? Sehr gut, nicht zu schwierig, kann man kennen, oder? Wimpernhaar? Kennt man eigentlich? Viel zu schwer. Ne? Viel zu schwer, natürlich. Wimpernhaar. Ist es leider nicht, klar. Tut mir leid. Dein Lehrmeister, ganz genau. Davon kann ich nur lernen, davon kann ich mich nur verbessern. Ne? Deswegen, also ich finde es witzig. Bootcamp mit Herr Schradin, ne? Ich feier's, ich find's witzig. Der Chat von ihm hat ja auch geschrieben, ne? Hier, pass auf, ganz kurz. Ich möchte hier nicht reingeschrieben haben, so ein Amateur. Und wenn überhaupt, nur mit Augenzwinkern, ja? Wir fangen jetzt nicht an, den lieben Captain Phil hier irgendwie zu diskriminieren, ist das klar, Chat? Ist ein cooler Typ. Genau. Also, es hat einer geschrieben, ja, okay. Wir feiern ihn gemeinsam. Und dass er nicht in die Kamera guckt, das darf nur ich sagen. Das will ich auch sagen. Probier's gerne später nochmal. Ciao, ciao, schönen Abend dir noch. Geile Haare. Weltklasse. Hotbutton schlägt zu. Hot und wer ist der zu. Nächste Gewinner? Weltklasse. Zuschlag. Guten Abend hier Guten Abend, in der Sendung, ich grüße dich. Guten Abend, Captain. Hallöchen. Guten Abend, Captain. Vorschlag. Ich wurde noch nie so genannt, in irgendwelchen Live-Sendungen. Mich hat noch nie jemand am Telefon, noch nie jemand zu mir gesagt, hallo, Captain. Boah, es geht ja runter wie Öl, hallo, Captain. Geil. Ja, was wäre dein Vorschlag? Grand Legs, ich grüße dich. Hi. Es ist das Nackenhaar. Nackenhaar. Oh, Nackenhaar. Sehr Nackenhaar. Gute Lösung. Sehr gut. Nackenhaar ist auch gut, aber... Sehr gut. Stell mir die Nackenhaare, stellen sich da auf. Nicht dabei, falsch. Okay. Guter Versuch. Ich bin froh, dass das die Telefonrechnung erkannt wird. Das hab ich doch nicht. Das war ich auch so laut? Schade, weil ich fast die Ohren weg. Relativ oft, ne? Fluch der Karibik. Pablo, klasse. Du musst schauen, achte bitte auf dein Telefonverhalten. Ja. Kostet natürlich sehr viel aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk deutlich teurer. Du machst das mit kostenpflichtigen Anrufen? Oh, Morg von Ork ist mit dabei. Kostenpflichtige Anrufe. Da, Achtung, jetzt Shepherds, es kommt Post, Captain Phil. Oh, ja, kommt Post. Jetzt kommt die BLM, die Bundeslandsaufsichtsbehörde. Wie heißen die? Morg von Ork, BLM, was ist das nochmal? Er kennt sich ja aus. Er kennt sich ja aus, weil da ist ja, das war auch damals das große Thema bei Neu Live. Da ist auch die BLM auch darauf aufmerksam geworden, weshalb der Sender kurzfristig abgeschaltet wurde, bis das mit der BLM geklärt war. Ne? Und Morg von Ork ist sein Moderator, der damals auch mit bei Neu Live war in der Regie und für whatever das Ganze zuständig war. Landesmedienanstalten, LMB. Oder wie heißen die nochmal? Ich hab's vergessen. Bitte auf dein Telefonverhalten achten. Ne? Ja. Bei mir ist es umsonst, gell? Das wisst ihr. Bei mir kostet es nichts. Also nur diese. Er hat, glaube ich, nicht verstanden, dass es auch ein Spaß war. Ne? Er hat es, glaube ich, nicht verstanden. Diese 5 Cent Telefongebühren. Ach, das ist ein Spaß, okay. Das ist ein Spaß, okay. Ich würde gerne mit dem Fuß... Oh, Don Carlos hat das geschrieben. Don Carlos war auch bei ihm im Chat. Danke, Don Carlos. Ta, von Andrea Nahles lösen. Pass mal auf, Meister August, wir wollen hier nicht deinen Fetisch irgendwie haben, ja? Ist das klar? Das kannst du sagen. Ja, das passt. Da kann sich das heimlich umschauen. Ich finde es so. Ich find's ja, so gut. Genial. Da bin ich mir nicht so sicher, wenn du das sagst. Ja, sorg schon. Captain Phil, du musst im Bild sein. Du musst im Bild sein, Captain Phil. Ciao. Jemanden zustellen. Wir haben jemanden in der Leitung, der gewinnen kann. Der nächste. Achtung. Gewinner. Zugeschlagen. Der Gewinner kann. Diesen Sound will ich auch haben. Ich habe ja nur diesen hier. Achtung, Ruhe. Haltet euch die Ohren zu. Ich glaube, die Sounds sind heute sehr laut. Boah. Alter, spinnst du? Was war das denn? Ist mein Gehirn weggeflogen. Und der hat dieses Bums und dann das Klingeln. Das will ich auch haben. Und ich habe es ihm geschickt. Ich habe es ihm tatsächlich noch geschickt danach. Weil ich habe das konnte man online raussuchen, da gibt es ja so ein Soundboard und da war der neue Live-Klingelton mit dabei. Und von da habe ich den. Das will ich auch haben. Captain Phil, schick mir diesen Sound mit diesem Bums und das ist mich das Original zugeschlagen. Das habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Tatsächlich hier zuschlagen. Guten Abend. Was habe ich denn hier gemacht? Abend. Grüße. Wie mein Windows. So, du hast auch so oft angerufen heute Abend. Du warst ja vorhin schon dabei. In die Kamera gucken. Mit dem Rauch-Gewinnspiel und so wäre es nicht. Ich weiß nicht wieso. Was Griffe mit wäre denn jetzt deine Lösung in der Aufnahme? Kunsthaar. Oh, ist der gut, vor allem im Cosplay-Bereich wie
wie das natürlich so bekannt ist, Kunsthaar ist nicht schlecht. Kunsthaar ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr Kunsthaar gut. Ist sehr gut, aber ist leider nicht mit dabei. Nein! Schade. Oh. Wirklich schade. Mann, ich hätte es dir gegönnt. Kein Kunsthaar. Twitchboy. Max, ich hab einen anderen Sound auch mitbummst. Soll ich dir das schicken? Natürlich. Nicht, weil du bist ja schon den ganzen Info Abend mit dabei. Du hast fleißig gewonnen. Schick mir die Sounds, wenn du hast. Dauer Gewinner hier beim Captain. 10 Grad Gewinner beim Captain. Kommt noch mit drauf. Was bin ich denn da? Matrose oder was? Vielen Dank. Nichts zu danken. Ja. Safe Barter. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Das kann ja nur einfach sein. Ciao, ciao. Leute, wir haben noch 25 Minuten. 25 Minuten und sie können gewinnen. 25 Minuten Gewinnchance hier im Stream. Mach Druck, Junge. Jetzt. Mach Druck. Rufen Sie an. Ja, sehr gut. Nennen Sie Ihre Lösung und gewinnen Sie. Gut, Junge. Ich glaube an Sie. Diese Worte sind so einfach. Starke Moderation, starke Moderation. Ich glaube an Sie. Mit dem Finger in die Kamera gezeigt. Augenkontakt in die Kamera. Ich glaube an Sie. Der Kunde fühlt sich angesprochen und ruft gleich 5-mal an. Sehr gut. Die Worte sind so einfach. Danke. Super. Auch sehr, sehr stark. Die Worte sind so einfach. Kenne ich noch von mir selber. Sowas haut mal gern mal raus. Jeder kann es lösen. Kunsthaar wurde... Jeder kann es lösen. Klasse. Krater. Moderation. Krater ist auch sehr, sehr gut, Dr. Baumjau. Dankeschön. Genannt. Hotbutton schlägt zu. Hotbutton schlägt zu. Hotbutton schlägt zu. Hotbutton schlägt zu. Wenn man das zweimal hintereinander heißt, knallt, ist es ich doppelt. Ist doppelt. Ich hab noch nie so glücklich gesehen. Versteht ihr? Doppelt. What? Echt jetzt? Echt jetzt? Noch nie so glücklich geschehen? Geschehen, Charlie Sheen? Ja, ich find's genial. Ich find's witzig. Ich muss nebenher so lachen. Ich bin aufgeregt. Ich konnte mir das gestern nicht anschauen. Ich war so des Todes aufgeregt und nervös. Weil ich, da haben 200-300 Leute bei ihm zugeschaut. Und er ist so der erste, der Boss von den Gewinnspielen, ja. Er ist der Gewinnspielmeister, was das Ganze um neuen Live etc. angeht. Und dass er sich dieses Video anschaut und dazu was sagt und das kommentiert und so. Ich war gestern komplett, ich konnte es mir nicht anschauen. Ich habe so den Anfang ein bisschen mitbekommen, aber ich konnte es mir nicht anschauen. Es ging nicht. Und deswegen habe ich das heute im Stream gemacht. Ich finde es genial. Also ich finde es bis jetzt gut, was er sagt. Weltklasse so. Es gibt natürlich einiges, was ich verbessern kann, auch im Nachhinein natürlich noch. Aber ich find's sehr geil. Hat er deinen Twitch getitelt so für ein bisschen Werbung? Also jedes Mal, wenn ich in den Kanal komme, muss ich sagen, jedes Mal, wenn ich in seinen Chat komme, sagt er, schaut beim Captain vorbei. Schaut beim Captain vorbei auf Instagram, auf Twitch. Streamer, freitags immer als Captain Jack. Er macht immer Werbung für mich, für mich, muss man sagen. Das geht nochmal raus. Weltklasse. Wirklich auf Ehrenbasis und schaut auch gerne mal bei ihm vorbei. Also ich sage das ja auch relativ oft. Schaut gerne mal bei Max Schradin vorbei, Real Max Schradin hier auf Twitch. Er hat heute schon gestreamt, ist aktuell offline, er macht relativ viel GTA, RP, wen das interessiert. Aber jedes Mal, wenn ich reinkomme, verweist er auf meinen Kanal, auf mein Instagram und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr cool, sehr geil. Den raiden wir heute Abend, den Ehrenmann, ich glaube, er streamt heute Abend nicht mehr. Ich glaube nicht. Sonst würde ich das gerne mal machen, aber meistens, wenn ich meine Streams beende, hat er seine schon beendet. Sonst würde ich ihn gerne mal raiden. Wäre ich dabei, ganz klar. Doppelt einfach. Haben wieder jemand in der Leitung. Ruhe. Wir haben jemand da? In der Leitung. Ja, ja. Zugeschlagen. Geiler Sound. So, wir haben jemanden in der Leitung und ich begrüße dich. Hallöchen. Grüße aber ich hoffe natürlich, es kommt noch ein bisschen Kritik. Es gibt doch noch viel zu verbessern. Er muss noch irgendwas, also mehr Negatives sagen. Es muss doch irgendwas geben, wo er sagt, hier und da, das kannst du verbessern so. Ne? Was ich zum Beispiel seit erstes hier sehe, ist, dass dieser Gewinnspielbildschirm hier, wo das mit dem Haar draufsteht, das Flipchart, viel zu groß ist. Ne? Das könnte man kleiner machen, hätte ich mehr Space, könnte besser in die Kamera schauen. Aber ne, so ist es halt. Ach, guten ich Abend. Bist du mal durchgekommen? Glückwunsch an dich. Danke. Kenne ich auch von den Zuschauern. Bin ich endlich mal durchgekommen? Ich rufe schon die ganze Zeit an. Bin endlich mal durchgekommen. Wie oft hast du angerufen? Dreimal. Dreimal bist du durchgekommen. Sag mal, spinnt ihr? Wie oft war das heute Abend schon? Mindestens das vierte, fünfte Mal, sechste Mal, noch öfter. Ich habe gar nicht mitgezählt. Ich sollte eine Strichliste führen. Strichliste ist sehr, sehr starke Moderation an dieser Stelle, Phil. Muss man sagen. Danke. Strichliste ist immer gut, wenn Menschen öfters durchkommen, dass man da eine Strichliste macht. Dass die Leute merken, der ist schon 25 Mal durchgekommen und ich noch nicht. Ich probiere es gleich nochmal. Wenn der so oft durchkommt, komme ich auch gleich durch. Weltklasse. Ja. Danke. Schön, dass schon das fünfte Mal. Aber Wahnsinn. Ich habe ja leider noch nichts gewonnen, deswegen. Noch. Ja, das sind dann diese Jammerlappen. Wer war das? Oh, das war heftig. Das sind dann diese Jammerlappen. Wer hat das gesagt? Wer war das? Ich habe noch nichts gewonnen. Kann ich was geschenkt haben? Ich habe noch nie was gewonnen. 5 Euro, Gratisanrufe raus. Nicht. Aber jetzt kann sich das ändern. Jetzt kann dein Gewinn auf dich warten. Gute Moderation. Gut. Was hast du für eine Lösung? Genau. Ich bin in mich gegangen und es ist...
Bitte? Was hat er gesagt? Ich bin in mich gegangen? Das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft, das ist ja widerlich. Ich möchte mich davon distanzieren. Schmuddeltwitsch. Da kommen mir die Tränen so zu machen. Hundertprozentig das Lockenhaar. Das ist Lockenhaar. Lockenhaar. Was ist ein Lockenhaar, jetzt mal ganz ehrlich? Was ist denn Lockenhaar? Das ist ja Sport-1-Lösung. Lockenhaar. Was soll das denn? Lockenhaar. Das heißt Locke. Na, eigentlich schon, Lockenhaar. Ne? Ich habe das immer zu genau genommen, aber ich war da, glaube ich, zu gutmütig. Nächstes Mal eiskalt sein. Lockenhaar. Was ist das? Ja? Raus. Ciao. Gibt's nicht. Lockenhaar ist auch sehr, sehr schön. Ja. Lockenhaar ist sehr, sehr schön. Und eine gute Lösung. Wir schauen mal nach. Ich schaue mal kurz nach auf meinem Lösungsbogen. Zack! Und dann musst du auf Pause drücken. Und dann musst du gucken, ob die Lösung, ob die durchschimmern. Das haben Leute gemacht. Die haben geguckt, wenn ich mit dem Lösungszettel irgendwie war, haben die geguckt, durchschimmern, haben sie es groß gezogen, haben dann in den Medienforen haben sie dann geschrieben, ich habe den Zettel gesehen. Lockenhaar, sagst du, sicher? So, da konnten wir was erkennen? Letzte Antwort. Ja, also 110% sicher. 110%, erkennt man was? Das ist wirklich sehr sicher. Zettel niemals in die Kamera halten. Gut, wenn ihr auch mal ein Gewinnspiel machen wollt, Zettel niemals in die Kamera halten, die Zuschauer sind Füchse. Ja, gut, genau. Du bist dir eine Sache sicher, das Lockenhaar werde ich nächstes Mal beachten. Leider nicht mit dabei. Nein! Schade! Verdammt! Verdammt nochmal! Ich sehe gerade, der Hot Button hat wieder zugeschlagen. Ja, stimmt. Hot Button hat wieder zugeschlagen. Hat zugeschlagen. Ach, geil. Wir gehen rein. Okay. Gehen wir rein. Let's go. Cool. Zugeschlagen, Lösung bitte. Phil, ein bisschen mehr Power da. Da musst du jetzt gucken. Da musst du jetzt ein bisschen mehr Power haben. Schon wieder zugeschlagen, wir haben immer noch alle Lösungen, das ist ja Wahnsinn, wie kann das sein, immer noch 3 Lösungen, keiner hat eine richtige Antwort, das kann nur alles einfach, das da muss jetzt ein bisschen Druck kommen. Es hat sich ja verbessert, mein Freund, ja, du hast ja die ganzen Videos von damals, von die neueren Videos gar nicht gesehen, wo Elan dahinter war, wo Energie dahinter war, die hast du ja noch gar nicht gesehen, das war das zweite Gewinnspiel, das ich gemacht habe, spontan, ja, Das hat sich geändert und es wird sich ändern in Zukunft, ganz klar. Ich begrüße dich, hallo. So, ich habe mich schon erinnert, dass wieder. Du gesagt hast, dass es schon wieder neuen Live-Niveau geht. Das wie bitte? Hat er gerade gesagt, neuen Live-Niveau? Und Specko, ich begrüße dich, wie geht's dir? Ich habe recherchiert. Baumwoll-Kurzhaar. What? Baumwoll-Kurzhaar. Das war's. Baumwoll-Kurzhaar war die Lösung. Was soll das denn für ein Scheiß? Das war die Was Lösung. Was ist denn Baumwoll-Kurzhaar? Das war die Lösung. Gibt es überhaupt Baumwoll-Kurzhaar? Googelt mal bitte. Baumwoll-Kurzhaar. Das war die Lösung. Ist das für ein Schwachsinn? Boah, was? Was für ein Ding? Sag's nochmal. Das ist das Baumwoll-Kurzhaar. Nein! Nicht dabei. Weiter. Nein! Ernsthaft? Das muss es sein. Weiter. Das muss es sein. Viel zu schwer. Richtig. 100% mega gut. Wahnsinn! Du hast es gewonnen! Wie bitte? Baumwoll-Kurzhaar? Er kann es selber nicht glauben. Er kann es selber nicht fassen. Das haben wir nie gespielt. Baumwoll-Kurzhaar. Ich glaube, es knallt. Was ist denn ein Baumwoll-Kurzhaar? Was hat er jetzt gewonnen? Was hat er gewonnen jetzt? Es war, glaube ich, Tier 2. Er hat, glaube ich, gewonnen, ein Tier 2-Sub. Aber ich konnte es ihm nicht geben oder nicht zustellen, weil er war schon Abonnent bei mir. Wir haben um Tier 2-Sub gespielt. Und deswegen konnte ich ihm keins mehr geben, weil er hatte ja schon eins. Weshalb es dann nachher im Stream oder im Chat verlost wurde. Mir geht's gut und selbst mir geht's auch ganz gut soweit. Danke. Brutal. Du bekommst den Tier 2 Sub. Was bekommt er? Was bekommt ein Tier ist was? Tier 2 Sub? Wahnsinn, du hast es. Baumwoll-Kurzhaar, das ist es. Ja, ich deck's gleich auf dem Stream, aber Wahnsinn. Glückwunsch an dich. Brutal. Vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und vielen Dank fürs Mitmachen. Das brutal. Wünsche ich selbstverständlich auch und noch einen schönen Reststream. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Baumwoll-Kurzhaar, jetzt knallt's aber, Freunde. Captain Phil,
Captain. Ja? Baumwollkurzer. Ja? Ich möchte mich davon distanzieren, solche Lösungen habe ich nie gespielt. Das war doch einfach. Deswegen spiele ich sie, ja? Du hast sie nicht gespielt, ich nehme sie in mein Repertoire und sie werden auch gelöst. Hat man ja gesehen. Das Ganze ging, glaube ich, die Runde ging, glaube ich, 40, 50 Minuten. Ich weiß gar nicht am Anfang, wie lang die Runde ging. Jedenfalls bei Minute 19, 20 wurde es gelöst. Ja, anscheinend war es dann doch nicht so schwer. Hä, wieso kann ich keinen Sub verschenken? Ah, verdammt, warte mal. Baumwollkurzer, wer kennt es nicht? True. Ich kann dir keinen Sub verschenken. Ah, schade. Sowas Blödes aber auch. Leider kein Gewinn heute. Ich lach mich tot, ey. Das war's. Weltklasse. Ja, das war Max Schradin reagiert auf Captain Phil. Weltklasse.